in dem Moment dachte ich mir, okay, jetzt habe ich sie. Also nicht Larendir. Ich wollte Larendir nicht töten. Aber ich dachte mir so, jetzt habe ich sie. Und schau so an. Was macht ihr? Rikulat, Prozocker, Kefrey, was macht ihr? So, jetzt war es so. Larendir hatte ihren Hund weggeschickt. Ich habe gewürfelt, ob der das versteht. Er hat es verstanden und ist in den Wald gelaufen. Der war weg. So, was macht ihr? Habe ich gefragt. Deren Frage war, ja, was macht der Bär? Frisst er sie jetzt? Und ich dachte mir so, jetzt habe ich sie. Ich zwinge sie jetzt, Larendir zu retten, ihr zu helfen und sage, ja, wenn ihr ihr jetzt nicht helft, dann frisst der Bär sie auf. Und das war ein Riesenfehler. Denn dann sagte Prozocker, okay, er möchte jetzt davonlaufen, das ausnutzen, dass der Bär die Larendir frisst, um so weit wie möglich von hier wegzukommen. Kefrey, okay, er läuft mit. Denke ich mir, nein, das macht jetzt nicht ernsthaft, oder? Und dann schaue ich Rikulat an, er möchte sich verstecken. Nein. Denke ich Rikulat, nein. Zwei wollen weglaufen, einer möchte sich verstecken und... Ich hatte es ja schon gesagt. Wenn sie jetzt nicht retten, dann frisst er sie auf. Das war bindend, Leute. Ich habe mich daran gebunden gefühlt und ich habe dann... Ich habe den Bär Larendir fressen lassen. Larendir ist gestorben. Tatsächlich. Also ihr Charakter. Ja, habe ich fressen lassen. Mist, im Nachhinein. Also wie gesagt, das war alles improvisiert. Wow. Das war alles improvisiert. Aber mir ist im Nachhinein eine Möglichkeit eingefallen. Mir sind sogar zwei Möglichkeiten eingefallen, wie ich sie hätte retten können. Also zum einen hätte sie den Hund nicht weggeschickt. Hätte ich den Bären den Hund wieder auf den Hund loslassen. Und der wäre dann mit dem Hund im Maul, wäre dann davon gegangen. Aber sie hat ihn ja weggeschickt. Dann ist mir eingefallen, naja, übrigens, also mir ist eingefallen, ich hätte einen Jäger aus dem Dorf hätte kommen lassen, der Larendir rettet. Aber auf die Idee bin ich während der Spielsitzung leider nicht gekommen. War echt blöd. Mir ist dann auch eingefallen, oder ist mir dann später auch eingefallen, es gab ja noch... War jetzt blöd. Na egal. Es gab ja noch die Magd. Die war auch mit bei der Gruppe mit dabei auf der Flucht. Die hatte ich komplett vergessen. Noch während der Spielsitzung hat Rikula gefragt, was eigentlich mit der Magd ist. Oh, die hatte ich ganz vergessen. Ja, die liegt irgendwo tot hinter dem Baum. Die hat der Bär auch erwischt. Also ich hatte sie bereits geopfert. Ich hätte sie opfern so lassen müssen, um Larendir zu retten. Aber auch auf die Idee bin ich nicht gekommen. War richtig blöd. Naja, aber so war halt Larendir tot. Die wurde gefressen. Von einem Bären. Bin ich voll? Oh, verdammt, ich bin voll. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Richtig, richtig blöde Geschichte. Erstes Abenteuer tatsächlich. Und eigentlich hatte ich... Gut, es waren schon vierte, fünfte, sechste Spielsitzung oder sowas. Also, wir haben da schon ein paar... Wir hatten das schon ein paar Monate lang gespielt. Also alle zwei, drei Wochen lang hat mir mal vier, fünf Stunden am Abend eine Sitzung. Und ja, dann ist halt Larendir gestorben. Unbeabsichtigt. Aber wer kann denn ahnen, dass unsere Helden solche Feiglinge sind? Oh Mann. Es ist echt... bitter gewesen. Aber na gut, ich habe sie sterben lassen. Der Bär hat sie gefressen und die Magd auch dann. Jedenfalls, Kefrey und Prozocker sind halt davon gelaufen zu dem Bootshaus. Das haben sie geschafft. Das haben sie echt geschafft, von den Bären davon zu laufen. Und waren dann auf dem Bootshaus eben. Halt, da geht's ja raus, oder?
und sind zurück auf einem Boot, das sie tatsächlich gefunden haben, denn es sind wieder Wachleute mit einem Boot gekommen. Also sie haben 2 Tage an dem Bootshaus gewartet und dann kamen tatsächlich mal Wachleute aus dem Schloss mit dem Boot, die sie aber nicht kannten, also sie hatten keine Ahnung. Und die haben halt Vorräte besorgt. Und die haben dann einfach das Boot gestohlen und sind damit zurück zu dem Dorf gefahren, bei dem sie zuletzt waren. Also an der Hütte vorbei, wo der Baum drauf war, zurück zu dem ersten Dorf, bei dem sie waren. Und ja, war halt, ist echt blöd gelaufen. Also ich hatte dann echt ein blödes Gefühl, aber offenbar nehmen sie es nicht so übel, denn sie hatten tatsächlich, ich muss sagen, seit der 3. Spielsitzung hat jeder von ihnen damit gerechnet, sie werden alle sterben. Und sie hatten tatsächlich damit gerechnet, sie hatten sogar schon seit der, also Ricolat war der Erste, nachdem er sich ja verlaufen hatte, bevor er das Bootshaus noch fand, hatte er damit gerechnet, er wird jetzt sterben, er findet die anderen nicht mehr, er macht jetzt einfach einen neuen Charakter, während er gerade nicht irgendwie an der Reihe ist oder sowas. Er hat dann tatsächlich angefangen, einen neuen Charakter zu machen, Leute. Eine Spielsitzung später hat dann auch Kefrey angefangen, einen neuen Charakter zu machen, denn er dachte, nachdem er dieses Hallo gerufen hatte, er dachte, ja, das war's jetzt, er hat sie in die Verdammnis geschickt, er wird jetzt sterben. Auch Prozocker dachte dann am Ende der Spielsitzung, vielleicht ist es klug, doch einen neuen Charakter zu machen. Er fällt auch ein. Larendia sagte eiskalt, nein, ich mach's erst, wenn es soweit ist, wenn ich gestorben bin. Tja, Spoiler, sie war die Einzige, die gestorben ist. Und die Einzige, die keinen Charakter angefangen hatte. Naja. Es war bitter. Definitiv. Aber was soll man halt machen? Mit Helden, die Heldenhaftes tun wollen, aber es nicht schaffen. Und Helden, die Helden sein wollen, aber es nicht sind. Naja, was tun? Egal. Es war auf jeden Fall lustig. So oder so. Auch, dass sie gestorben sind. Also sie haben es nicht, es war natürlich schon bitter und sie war auch ein bisschen wütend, aber sie hat es mir nicht übel genommen, Gott sei Dank. Ich glaube, sie hätte tatsächlich ihren Kollegen, Heldenkollegen, übler genommen, dass sie nicht gerettet haben. Und natürlich auch sich selbst, dass sie diesen Patzer gewürfelt hat. Das war richtig fies, dieser Patzer. Aber naja. Nee, das ist falsch. Zurück zu Ricolat, der sich ja versteckt hat. Und zwar hat er gesagt, er möchte in einem Busch verstecken. Dann habe ich gesagt, stopp. Du würfelst nicht auf Verbergen, also das Talent Verbergen. Ich würfel dich. Dann hätte er gesehen, dass er es verkackt hat, den Wurf auf Verbergen. Wäre er sofort wieder raus und hätte sich woanders versteckt. Deswegen habe ich gesagt, ich würfel für dich. Dann habe ich im Geheimen gewürfelt. Und Leute, was würfelt Ricolat? Einen kritischen Erfolg. Sag ich, okay. Also hätte er es geschafft, dann hätte ich gesagt, okay, der Bär kann ihn nicht finden. Kann ihn nicht sehen, aber er kann ihn immer noch riechen. Aber durch den kritischen Erfolg habe ich gesagt, Ricolat ist komplett weg. Den findet keiner mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich meine, mir ist nichts Besseres eingefallen. Mir wäre jetzt was eingefallen. In dem Versteck hätte ich irgendwas liegen lassen sollen. Vielleicht eine Geldbörse oder sowas. Fuck. Das ist mir nicht besser eingefallen spontan. Aber gut. Jetzt wäre mir was eingefallen. Das muss ich mir merken. Ich muss mir das merken. Jedenfalls. War es dann halt so. Ricolat ist dann irgendwann aus dem Versteck raus. Hat die Leiche von Larendir gesehen und sagte: Ich will sie looten. Eiskalt. Okay, dann habe ich gesagt, okay, Würfel auch bitte auf Suchen. Ich glaube, es war Sinnesschärfe Suchen. Also Talent, Sinnesschärfe, Anwendungsgebiet Suchen war das, glaube ich. Ist es dunkel? Nein, hell. Okay. Habe ich gesagt, Würfel bitte drauf. Er hatte Erfolg. Und ich habe gesagt, für jede Qualitätsstufe, es gibt 6 Qualitätsstufen, für jede lasse ich ihn... Also ich teile das Gepäck in Sechstel auf, also
Wenn der Qualitätsstufe 1 erreicht, findet er jeden sechsten Gegenstand von Larendia und ein Sechstel ihres Geldes. Er hat die Qualitätsstufe 3, das heißt, er hat jeden dritten Gegenstand gefunden. Wie gesagt, er hat die Hälfte gefunden. Oder? Nein. Qualitätsstufe 2 hat er, sodass er ein Drittel, also zwei Sechstel gefunden hat. Wie gesagt, okay, zwei Sechstel, das heißt, ein Drittel habe ich in jedem dritten Gegenstand finden lassen. Und ein Drittel ihres Geldes. Das meiste wollte er gar nicht haben, hat einfach zurückgelassen. Also ich bin wirklich ihre Inventarliste durch, habe gesagt, findet er nicht, findet er. Da ist noch einer. Da war's? Nein. Hier noch was? Nein. Gut. Oh. So. Naja, und er hat, glaube ich, Larendia war die reichste von denen. Ich glaube, der hatte die 20 Dukaten, also richtig viel. Und da hat er halt einfach ein Drittel davon gefunden. Also 7 Dukaten. Für Rikulat, der nur so 10 Silber noch hatte nach der Charakterstellung. Oder vielleicht, ich glaube nicht mal mehr 10 Silber. Zwischendurch dann plötzlich die 5 Dukaten oder so, die Kefre hatte bekommen hatte. Und das Geld aber wieder zurückgeben musste. Um sich mit ihm zu versöhnen. Für den war das, der war plötzlich stinkreich. Der war plötzlich richtig glücklich, dass Larendir gestorben ist. Das hat sie richtig übel genommen dann. Ich glaube, keine Ahnung, aber vielleicht muss der Rikulat an dem Tag auf der Couch schlafen. keine Ahnung. Auf jeden Fall. Was machen Prozaker und Kefrey? Die waren jetzt wieder im Dorf und haben dann gefragt, hey, wann kommt denn das nächste Schiff? Sag ich ja, flussabwärts, also zurück von da, wo sie ursprünglich herkamen, kommt das in den nächsten Tagen ein paar. Flussaufwärts, also da, wo sie eigentlich hin wollten. Und sie haben gesagt, sie lassen das Abenteuer einfach weg, sie lassen die Kinder einfach im Stich und wollen mit dem nächsten Schiff flussaufwärts, wollen sie fahren und ihre Pferde holen. Das haben sie eiskalt gesagt. Und das war mir klar. Das war mir sowas von klar, habe ich gesagt, okay, das nächste Boot flussaufwärts, das kommt in ein paar Wochen. Ich hätte sie die Wochen warten lassen, dann hätte ich echt ein Schiff kommen lassen, aber ich habe mir das jetzt so erklärt, flussabwärts kommen immer wieder Schiffe, geht ja schnell, flussaufwärts fährt aber nicht jedes Schiff. Ich meine, das ist ein Fluss, das mündet im Meer, flussaufwärts fährt halt nicht jedes Schiff. Jetzt habe ich übrigens, ich habe angefangen, den aventurischen Almanach nachzulesen. Das ist der große Fluss, auf dem das Abenteuer war, wird auch beschrieben, unter anderem, dass auch viele Flusspiraten sind. Jetzt, wenn ich das nur vorher gewusst hätte, hätte ich vielleicht Flusspiraten kommen lassen. Oder so. Naja, egal. So, jetzt machen wir hier mal weiter. Oh, schön. Naja. Oh. Noch mehr Lava. Sag mal, wie riesig ist das denn? Hey, wir waren hier schon mal? Oh. Ich riskiere es. Oh, die Schaufel ist wieder ganz, das habe ich gar nicht bemerkt. Ah, ich habe jetzt bestimmt einiges in die Ding bekommen, in die Erfahrungsleiste. LOL! Jetzt sind wir hier? Okay, machen wir das als nächstes. Das ist alles ein riesiger Lavasee, Leute. Alles hier, irgendwie. So. So.
Naja, sie haben sich dann doch entschieden, dass sie einfach einen Flößer nehmen, der... Oh, lol. Einen Flößer nehmen, der sie wieder zurückbringt und dann versuchen sie es einfach selbst nochmal gewalttätig dieses Mal. Also sie wollten wirklich die Burg stürmen, zu zweit. Die Kinder zu retten. Und was macht Rikulat? Nachdem er Larandia gelootet hat, also übrigens, sie haben mehrere Tage haben sie, waren Kefrey und Prozocker unterwegs auf dem großen Fluss, alleine. Währenddessen ist Rikulat direkt nach dem Bärenüberfall und nachdem er Larandia gelootet hatte, ich habe ihn übrigens gefragt, also er war sich nicht sicher, hatte riesen Angst, dass ich den Verbergenwurf für ihn verkackt habe. Und er hatte riesen Angst, dass der Bär ihn findet und er war drauf und dran, sein Versteck zu verlassen und hat sich dann aber doch dafür entschieden, dass er drin bleibt. Zu seinem Glück, denn sonst hätte der Bär ihn gefunden. Blöde Fledermaus. Und, naja, denn er wusste ja nicht, ob er gut versteckt ist oder nicht. Und er hätte es fast riskiert, sich nochmal woanders zu verstecken. Dann hätte ich nochmal neu für ihn gewürfelt. Oh, nochmal Redstone. Holen wir uns. Das war es anscheinend. Nein. Aber jetzt war es, glaube ich. So. Naja. Er ist dann tatsächlich gesagt, er hat gesagt, es reicht ihm jetzt. Er kann das nicht ertragen, dass die Kinder jetzt noch weiter da gefangen sind. Er riskiert es jetzt, dorthin zu gehen. Und möchte die Kinder jetzt endgültig retten. Lol. Und er ist dann nochmal zum Schloss zurück. Und natürlich wurde er nochmal gefangen genommen. Da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt das dritte Mal, dass du gefangen genommen wirst. Dieses Mal nehmen sie dir deine Sachen. Also dein Rucksack. Du hast nur noch das, was du im Leib trägst. Zum Glück hatte er sein Geldbeutel am Leib und nicht im Rucksack oder sowas. Also er hatte doch sein Geld. Aber den Rucksack haben sie ihm genommen. Da, wo er die Dieterich drin hatte. Und dann... Ja... 2 Tage haben sie ihn schmollen lassen. Dann kam endlich mal eine Wache. Also es kommen natürlich immer wieder Wachen. Aber sie haben ihm nichts zu essen gegeben und auch nichts zu trinken. 2 Tage haben sie ihn schmollen lassen. Und dann an dem Tag, an dem Kefrey und Prozocker das Dorf wieder erreicht hatten, an dem Tag kam dann tatsächlich mal eine Wache und Rikula hat gesagt, es reicht mir, bestichtet sie und hat gesagt, hier, ich gebe dir all mein Geld, ich habe hier 7 Dukaten, ich gebe dir all mein Geld, bitte befrei mich und die Kinder. Ich habe gewürfelt, die Wache hat es akzeptiert. Meine 7 Dukaten, das ist viel. Wenn wir uns ändern, das hat die andere Wache auch kassiert.